Herzlich willkommen zu einem ersten quasi virtuellen Rundgang in einer Ausstellung im Interim. Wir haben seit August des letzten Jahres hier eine Fotoausstellung zum Thema Obdachlosigkeit in Leipzig. Wegen der Pandemie aber konnten wir bisher natürlich keine Vernissage veranstalten. Deshalb haben wir Christian und Markus von SAFE, das heißt Straßensozialarbeit für Erwachsene, eingeladen, um euch durch die Ausstellung zu führen und etwas zu diesem Projekt und zur Obdachlosigkeit in Leipzig überhaupt zu erzählen. Viel Spaß! Ja, also herzlich willkommen, liebe ZuschauerInnen, zur Fotoausstellung über Obdachlosigkeit in Leipzig. Das ist mein Kollege Markus. Das ist mein Kollege Christian. Hallo. Und wir führen Sie jetzt durch den virtuellen Rundgang dieser Ausstellung. Am Anfang wollten wir noch was zur Entstehung des Projektes bzw. wie überhaupt die Bilder zustande kamen erzählen. Also entstanden ist das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Straßenmagazin Kipper im Rahmen von einem Fotokurs mit sozial benachteiligten Menschen. Ja, genau. Die uns begleitet haben und in unserem Arbeitsalltag begleitet haben und eben diese Fotos gemacht haben. Genau. Diese Ausstellung hing auch schon im Technischen Rathaus und jetzt seit 8 Monaten hier im Linksnet. Leider konnte es natürlich dann, ob der Umstände nicht live begangen werden. Darum gibt es dann jetzt diese Online-Führung von Markus und mir. Genau. Also wir sind jetzt bei den Bildern, die um den Bürgermeister Müllerpark entstanden sind, und ein Foto ist von der Standzeit an der Goethestraße, die wir zusammen mit dem Sachgebiet gemacht haben. Genau, und das Schöne ist, an den Fotos finden wir, dass sie eben einen sehr unverklärten Blick auf die Situation zeigen. Was eben auch das Schöne war mit den Teilnehmerinnen dieses Fotokurses, die uns begleitet haben, dass es eben so ein natürlicher Umgang war. Also genau, wir waren in unserer Arbeit und die Personen, die uns dann noch, oder beziehungsweise die Menschen fotografiert haben, waren mit einfach dabei in der Situation und haben diese eben mit diesen Fotos so aufgenommen. Es ist natürlich jetzt auch eine kleine Reise in die Vergangenheit, weil man kennt die Menschen eben, kennt sie immer noch. Ja. Und also ich finde es fast ein bisschen wehmütig, wenn ich das so sehe. Bei vielen hat sich ja auch vieles geändert. Und auch die Arbeit hat sich verändert. Wir haben vorhin schon gesagt, dass ich so die Arbeit gar nicht mehr stattfindet. Also dadurch, dass wir natürlich auch neu waren in der Arbeit, und eben neu an den Plätzen, war alles ein bisschen anders, als es jetzt ist. Und die Situation für die Menschen, überhaupt für obdachlose Menschen, hat sich vor allem im Zentrum eben auch verändert. Ne? Also man kennt eben, die Musik am Bahnhof ist dazugekommen und sowas. Das ist ja, das war früher nicht so. Und wir hatten vorhin schon gesagt, auch so, dass mehr Menschen und miteinander vermischt waren. So. Also es waren jung, alt, wohnungslos, obdachlos, nicht wohnungslos, obdachlos. Und das hat sich alles ein bisschen verändert. Es war noch quasi eine Art kleines Biotop, was dort war, und irgendwie kannten sich alle, aber irgendwie waren es so Klicken. Also das sehe ich jetzt auch nochmal, wenn ich im Rollstuhl sitzen sehe, und es war alles miteinander verbunden und es gab Streit, aber irgendwie kannte man sich dann doch. Also so war mein Eindruck zu der Zeit. Und das ist eben auch das Schöne eben am Bürgermeister Müllerpark, wo eben diese Fotos jetzt sind, die wir zeigen, dass das so der Schnittpunkt war auch zwischen Bahnhof oder eben auch Thüringer Bahnhof und eben der Innenstadt, was so auch nicht mehr stattfindet, finde ich. Also dass sich so viele Menschen da aufhalten, sondern dass eben eher an so kleineren Orten stattfindet, also derzeit eigentlich nur noch Bahnhof. Und das war so ein... Ich denke, man sieht auch sehr schön an den Bildern, also vor allen Dingen an dem unteren und dann ja nochmal diese Nahaufnahme, wie er sich in Kippe dreht. Es wirkt so unbeschwert, fast schon. Und ich finde, das Unbeschwerte ist, also ich arbeite jetzt nicht mehr am Hauptbahnhof, du machst das, aber das Unbeschwerte scheint mir doch weg, oder?
Ja, also genau. Also ob der Polizeigesetze, da hat sich ja viel geändert. Genau, also es hat sich sehr viel verändert in der ganzen Zeit, das stimmt auf jeden Fall. Also und oder durch die also ist es ja durch die Strafverfolgung, der Justizdruck, der Druck ist auf jeden Fall größer geworden auf die Gruppen, oder? Ja. Wolltest du sagen? Ja, also genau, es gab verschiedene Veränderungen. Erstens der Druck von Behördenseiten und aber eben auch die Baumaßnahmen, die ja jetzt schon länger stattfinden. Also dass direkt am Thüringer Bahnhof eben keine Räumlichkeiten mehr finden, wo sich die Leute aufhalten können, wohnen können. Ja, und auch ja, Entstehungs- und Suchtproblematiken über die Jahre haben sich ja auch verändert oder andere Problematiken, andere. Ja, auch Lebensstile wahrscheinlich, genau. Ja, wir können vielleicht noch kurz erklären, der Thüringer Bahnhof. Genau. Ist die Preußenseite, also die Westseite vom Bahnhof. Und die Sachsenseite ist die Ostseite vom Bahnhof. Genau, und die wird demnächst oder ja, wird bebaut, wird derzeit, also die Flächen wird schon abgetragen und da soll ein neues Viertel entstehen, genau. Und da kommen wir dann später noch dazu, genau. Ja, dann gehen wir doch rüber. Gehen wir doch mal weiter, genau. Genau. Das ist jetzt alles, also wir sind jetzt am Bahnhof, beziehungsweise am Bahnhof, am Übergang, also auch noch am Bürgermeister Müller Park, aber an der Seite, wo der LVB-Turm ist. Genau. Und ein beliebter Arbeits-Battle-Spot. Genau. Man sieht. Was auch nicht mehr so stattfindet, beziehungsweise nicht mehr so häufig genutzt wird, um mal diesen Blick in der Vergangenheit beizubehalten, genau, hat sich auch das, finde ich, sehr verändert. Aber damals war das sehr häufig genutzt und da hatten wir sehr viele Menschen getroffen oder immer wieder auch dieselben, aber sind wir sehr regelmäßig angelaufen, was ja auch ein beliebter Platz ist von Reisenden oder überhaupt Menschen, die aus der Innenstadt kommen und in den Bahnhof gehen oder eben andersherum. Deswegen das auch ein sehr lukrativer Ort ist, um Geld zu machen. Wir nennen das dann meistens Arbeit. Genau. Es war auch, ich erinnere mich, es gab dann Diskussionen um Sauberkeit und Ordnung. Ja. Und die würden dort ja alles vermüllen. Ja. Und, aber, weil du gerade über die Reisen sprachst, also, eigentlich haben die dort nichts vermüllt. Also die Reisenden haben natürlich, hat dort jeder sein Zeug, ist einfach ein stark frequentierter Ort, ne? Es ist ein stark frequentierter Ort und ich nicht nur vom Müllen, sondern ich kann mich auch daran erinnern, dass viele sich einfach gestört haben daran und auch immer noch stören wahrscheinlich, dass dort einfach Menschen sitzen so und Geld machen. Und das gar nicht eben so am Müll stören, sondern einfach an der Situation stören. Wir sollten auch am Anfang die nicht mit denen reden. Also wir mussten ja irgendwie mit denen in Kontakt kommen. Stimmt, ja. Und dieses Betteln oder dass die Leute dort einfach sind, das war ja, ne? Besser kann man ja nicht in Kontakt kommen. Ja. Und es hieß aber, wir sollen nicht mit denen reden, weil die brauchen ja nichts. Ja. Ne? Also ganz am Anfang, als unser Projekt losging. Genau, ja. Aber ja, dadurch, dass das eben, wie wir schon gesagt haben, so ein sehr bunter Mix aus Menschen war, haben wir dann doch irgendwie geschafft, den Menschen Angebote zu machen, weil sie das auch brauchten. So. Genau. Und das ist ja auch ein, ich sehe es bei den Dreien, die sitzen also so zusammengekauert und so verliebt dort, ja. Wie als kleine Familie zusammen und irgendwie hatten wir doch dann, also haben wir uns ein gutes Vertrauensverhältnis erarbeitet. Ja. Also irgendwie, ich musste nur so gerade an dieses Familien und irgendwie gehörten wir als Sozialarbeitende dort natürlich dann auch mit dazu, zu diesem Ort, zu diesem Raum, wo sich sozusagen die
kleinen Familien auch drauf. Aber das ist überhaupt wichtig zu erwähnen, dass wir sehr schnell ins sehr schnell uns eingearbeitet haben und also und auch angenommen wurden. Also wir haben wir haben 2016 angefangen zu arbeiten in dem Bereich, in diesem Gebiet. Und dann sind die Fotos auch schon zum Ende 2016 entstanden. Also ein halbes Jahr hat es gebraucht, um Kontakt zu knüpfen und überhaupt akzeptiert zu werden, dass die Menschen sich auf diesen Fotos zeigen, was, finde ich, schon eine sehr kurze Zeit ist. Und es gab ja auch immer wieder Fotoprojekte. Das, also zum Beispiel er im Rollstuhl. Ja. Also das haben ja viele Leute auch immer wieder mit uns für öffentlichkeitswirksame Dinge mit uns gearbeitet, in der Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Das wurde ja auch immer intensiver über die Jahre. Genau, und das ist ja, wie gesagt, wie auch beim Bürgermeister Müllerpark, ein sehr öffentliches Gelände, beziehungsweise die Menschen sind eben sehr öffentlich. Im Gegensatz zu diesen Bildern und was davon schon erwähnt wurde, zum Thüringer Bahnhof. Und da waren so teilweise die Wohnflächen von den Menschen, die wir am Tag, die wir getroffen haben. Genau. Das ist alles nicht mehr, ne? Das ist jetzt alles nicht mehr, genau. Diese Gebäude wurden jetzt letztes Jahr abgerissen und werden derzeit bebaut, genau. Und das waren ca. 3 große Hallen und kleinere Gebäude, die von, was würdest du schätzen, Christian, wie viele Menschen, 20, 30 Menschen, zeitweise bewohnt wurden. Genau. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich stehe jetzt gar nicht, stehe die ganze Zeit hinter dir, dass wir uns irgendwie anders hinstellen wollen. Das ist gut. Genau, da sieht man ja auch schon, wie divers die Leute auch dort waren. Ich erinnere mich, ich meine, er hieß André. Mhm. Also er hat gearbeitet, hatte eine Frau und Kinder, die waren aber nicht in Deutschland. Ja. Und hat er irgendwie als Putzkraft. Also ist nach regelmäßigen Lohnarbeit noch gegangen. Genau. Und hat sich dort auch. Der hat dort richtig gewohnt. Der hat gewohnt, genau. Und das war. War eben auch so ein kleines Häuschen, genau. Das war mit sich im Winter kalt, es war nicht. Er hat sich schön gemacht, das war interessant, ja. Und. Genau, ist eine Lohnarbeit nachgekommen und so wirkte er auch. Ne? Also wirkte jetzt nicht irgendwie, es wirkte sehr sozial in seinem Erscheinungsbild. Und war es ja auch, genau. Wir hatten ja auch alles dort. Also ich meine, es gab viel Durchzug an Leuten. Also es war ja sehr dynamisch dort hinten. Immer wieder viele Osteuropäerinnen und Osteuropäer. Gut, meistens waren es Männer. Ja. Also osteuropäische Frauen habe ich tatsächlich nie gesehen. Und also es war einfach Charakteren und es war sehr divers über die Jahre. Ja. Da waren Osteuropäer, da waren ein Künstler war dann am Ende auch mal hinten. Es waren Studenten, ehemalige, es waren einfach interessiert, also dann nochmal, die wurde auch eine Kunstausstellung mal gemacht, richtig mit Party und das hat das ganze Achso, hier zu dem, ja. Genau. Ja, also es gab so Einzelpersonen oder kleine Gruppen, es gab größere Gruppen, woraus dann zum Beispiel auch die Punkwerkskammer entstanden ist, die immer noch aktiv ist und ein eingetragener Verein geworden ist. Die dort eben auch sich gefunden haben tatsächlich auf dieser Fläche. Und wir sind dort regelmäßig ja auch angelaufen, haben wir das regelmäßig mit Tee und Mahlzeiten, ne? Genau. Und konnten dadurch eben ein regelmäßiges Angebot schaffen und Vertrauen und zu den Leuten herstellen und halten. Genau. Ja, und es gab die Punkwerkskammer. Manche sind geblieben. Ja. Und das war mir jetzt noch so gerade, manche sind gegangen. Ja.
auch zusammen mit ihren Partnerinnen oder Partnern, da kenne ich jetzt niemanden, aber ich kenne jemanden mit seiner Partnerin, Wohnung, Hund, Kind. Und also ich treffe ihn regelmäßig und er ist mein Nachbar sozusagen und wir quatschen auch regelmäßig. Und das, also ich, da sieht man ja mal, also das sind alles Bürgerinnen und Bürger. Ja. Und eine Zeit lang leben sie dort, aber bald sind sie auch unsere Nachbarn. Das also geht mir so immer, weil ich ihn einfach im Alltag oft treffe und wir uns einfach kennen. Und das ist auch nett mit ihm zu quatschen, so als Nachbarn. Und, ja. Aber man muss auch sagen, in der Vorbereitung haben wir auch festgestellt, es sind auch viele eben gegangen, im Sinne von sie leben, weil nicht mehr unter uns, auch das so in diesem Ganzen, dass man das jetzt Revue passieren lässt, haben wir für uns festgestellt, dass es viele von unseren Adressatinnen eben nicht mehr gibt. So. Ja. Viele junge auch. Ja. Genau. Vielleicht in dem Sinne also nochmal ein Andenken an die herzustellen, genau, mit dieser Ausstellung. Ja, weil viele haben wir, also eigentlich, ja, in dieser Zeit kennengelernt und auch in diesem Ort, muss man dazu sagen. Ja. Ja. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Genau, das und war's. Das war's. Zu der Führung und dann sind jetzt am Ende der Ausstellung. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Tschüss.